WDR aktuell. Um 7.30 Uhr mit Sebastian Ehl. Guten Morgen. Im Asylstreit trifft sich die deutsche Regierung heute mit wichtigen EU-Partnerländern. Innenminister Seehofer will in Wien mit Österreichs Kanzler Kurz über die von der Union geplanten Transitzentren sprechen. Zeitgleich empfängt Bundeskanzlerin Merkel den ungarischen Ministerpräsidenten Orban in Berlin. Thema dürfte auch ein mögliches Rücknahmeabkommen von registrierten Flüchtlingen sein. Die Rettungskräfte bei der in einer Höhle in Thailand eingeschlossenen Jugendgruppe wollen schnell entscheiden, wie es jetzt weitergeht. Die 12 Fußballer und ihr Trainer werden darauf vorbereitet, aus dem überfluteten Höhlensystem herauszutauchen. Gleichzeitig wird das Wasser abgepumpt, um ihnen vielleicht doch noch den Ausweg zu Fuß zu ermöglichen. US-Botschafter Grenell hat mit den Chefs führender deutscher Autokonzerne über eine Lösung im Zollstreit beraten. Wie das Handelsblatt berichtet, hat Grenell bei dem Treffen in der US-Botschaft eine beidseitige Aufhebung jeglicher Autozölle ins Spiel gebracht. Grenell soll demnach gesagt haben, er habe aus Washington die Anweisung erhalten, eine Lösung des Handelskonflikts zu suchen. In München soll heute ein Urteil fallen, bei dem es um die Schockfotos auf Zigarettenschachteln geht. In Supermärkten oder Kiosken werden die Bilder oft verdeckt, zum Beispiel hinterm Preisschild. Ein Anti-Raucher-Verein findet das falsch und hat exemplarisch gegen 2 Supermärkte geklagt. Das war WDR aktuell. Immer um 9:30 aus Ihrer Region. Die Lokalzeit auf WDR 2. Aus dem Studio Bielefeld mit Christoph Münch. Guten Morgen. Minden-Lübbecke. Vor dem Verwaltungsgericht in Minden klagen am Vormittag 2 Hauseigentümer gegen die sogenannte Dichtheitsprüfung. Die Kläger aus Blomberg und Hornbad-Meinberg wollen gerichtlich feststellen lassen, dass sie die Dichtheit ihrer Abwasserleitungen nicht auf eigene Kosten überprüfen lassen müssen. Jens-Olaf Burdorf, WDR 2 Detmold. Der Streit um die undichten Abwasserleitungen ärgert die Bürger in Frommhausen und Holzhausen-Externsteine schon seit Jahren. Die Stadt Hornbad-Meinberg verzeichnet bis zu 5-mal mehr Fremdwasser in der Kanalisation als zuvor. Nur, wo kommt es her? Die Stadt hat die Hauseigentümer in Verdacht. Sie würden ihr Regenwasser verbotenerweise in den Schmutzwasserkanal leiten, um Gebühren zu sparen. Die Kläger glauben, die marode öffentliche Kanalisation sei schuld und wollen deshalb auch nicht die Prüfungskosten von mindestens 400 Euro tragen. Ein Urteil wird in etwa 2 Wochen erwartet. Ostwestfalen-Lippe. Die wochenlange Hitze macht auch den Weihnachtsbaumerzeugern in OWL große Sorgen. Auf ihren Plantagen drohen viele der frisch gepflanzten Jungbäume zu vertrocknen. Jörn Hamann für WDR 2. Ein so extrem trockenes Frühjahr habe ich noch nie erlebt, sagte Weihnachtsbaumerzeuger Hans-Ulrich Holtmann-Rabe aus Bielefeld. Ohne ergiebigen Regen in den nächsten 2 Wochen könnten bis zu 20% der jungen Weihnachtsbäume vertrocknen. Auch Erzeuger aus Lippe und Paderborn klagen über die aktuelle Trockenheit. Die Wurzeln der kleinen Nordmantannen oder Blaufichten seien noch zu kurz, um an Wasser aus tieferen Bodenschichten zu kommen. Auf den sandigen Senneböden sei es aber viel zu aufwendig und teuer, die vielen kleinen Bäume ständig zu bewässern. Sport. Tennisprofi Jan-Lennart Struff vom Bundesligisten Blau-Weiß Halle hat beim Rasenturnier in Wimbledon die 3. Runde erreicht. In einem Marathonmatch über 5 Sätze besiegte er den Kroaten Karlovic. Morgen spielt Struff gegen den 8-maligen Wimbledon-Sieger Roger Federer um den Einzug ins Achtelfinale. Und der Blick aufs Wetter für OWL. Heute wird es wieder ein warmer Tag. Wir bekommen bis zu 28 Grad, aber es gibt nicht nur Sonne, sondern es können auch einige Wolken am Himmel sein. Aktuell 15 Grad in Lübbecke und 16 in Hövelhof. Wir sind der Westen. WDR 2. Verkehrsservice. Und Conny Raubhold hat den Überblick für Sie. Ich grüße Sie, habe jetzt die Staus mit den längsten Wartezeiten bei uns im Westen. Erstmal die Sperrung auf der A3 Köln Richtung Frankfurt. Zwischen Rösrath und Lohmar Nord ist die Autobahn immer noch dicht. Die